Und damit ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde. Hier ist Legion Games LP natürlich nur für euch und ich begrüße euch heute ganz herzlich zu einer neuen Folge von Weapon Unlocked Reloaded. Und heute haben wir die PP 2000 aus einem ganz bestimmten Grund. Ja, der Grund ist eigentlich der, dass viele von euch immer sagen, die PP 2000 ist totaler Scheiß und damit kann man höchstens Katzen Angst einjagen und zielen kann man damit eh nicht. Und ich denke einfach, das stimmt nicht ganz. Okay, man kann auch Hunden damit Angst einjagen. Nein, wirklich. Ich mag diese Waffe eigentlich ziemlich, da ich finde, für Team Deathmatch ist sie wirklich ziemlich gut geeignet. Wir kommen jetzt auch erstmal zu der Waffengeschichte ganz kurz und dann gehen wir im Einzelnen einfach mal die ganze Waffe durch, von vorne bis hinten und welche Sachen ihr am besten für den Kampf mitnehmen solltet. PP 2000 steht auf jeden Fall für Pistolet Pulemet 2000. Ist auf jeden Fall kein Deutsch, ne? Nee, ist natürlich Russisch. Auf Deutsch heißt es ganz simpel Maschinenpistole 2000. Ja, damit hätte man jetzt nicht gerechnet, ne? PP 2000 hört sich irgendwie nach mehr an. Naja, sie gehört zu den PDWs, also den Personal Defense Weapons. Designt wurde diese Waffe vom KBP Büro und erstmalig der Masse im Jahre 2004 vorgestellt. In Battlefield 3 schaltet ihr diese Waffe mit Rang 7 frei, was doch schon wirklich ziemlich früh ist, deswegen solltet ihr eigentlich diese Waffe alle schon haben. Ihr könnt bei den Aufsätzen ganz beliebig vorgehen, sei es ein Laserpointer, den Schalldämpfer oder auch unglaublich dolle Visiere wie das IRNV-Visier. Ah, ja, total sinnvoll bei dieser Waffe. Naja, was aber bei eurer Wahl eine große Rolle spielen sollte, ist auf jeden Fall die Magazinerweiterung. Die Erweiterung sorgt dafür, dass eure Munitionskapazität von 20 Patronen sich auf 40 erhöht, was wirklich auch nötig ist, da ihre Feuerrate bei 650 Schüssen in der Minute liegt. Deswegen nehmt auf jeden Fall die Magazinerweiterung mit. Bevor wir es vergessen, sie hat einen Kaliber von 9x19mm Parabellum. Was wirklich genial ist, ist auch ihre überaus schnelle Nachladezeit. Diese beträgt im noch geladenen Zustand 2,55 Sekunden und im ungeladenen Zustand 3,5 Sekunden. Was finde ich einfach wirklich schnell ist und das macht sie auch zu einem guten Begleiter für Team Deathmatch. Heißt, im schnellen Gefecht lädt sie wirklich schnell nach. Da Techlights eigentlich nur nervig sind, empfehle ich euch den Laserpointer, da ich finde, dass man so schön präzise aus der Hüfte schießen kann. Was man noch zu der Feuerrate sagen muss, die im Vergleich ja doch schon eigentlich ziemlich niedrig ist, ist, dass sie dadurch auch sehr gut zu kontrollieren ist. Jedoch hat sie eine sehr niedrige Kugelgeschwindigkeit von maximal 360 Metern in der Sekunde und eine maximale Reichweite von 540 Metern. Diese Waffe hat einen Schaden von 13,7 bis 25, wenn man überlegt, dass euer Charakter normalerweise 100% besitzt, außer irgendeine Scheiße passiert euch, ihr stolpert über einen alten Mann oder so, ich weiß es nicht. Normalerweise habt ihr auf jeden Fall 100%. Üblicherweise beginnt der Schadensdrop bei 8 Metern, bei der PP 2000 aber erst bei 12 Metern. Das heißt, wenn ihr nicht den Kopf oder die Beine trefft, ist euer Feind innerhalb der 12 Meter mit 4 Schüssen tot. Ich denke, jetzt haben wir eigentlich so die gröbsten Fakten durchgesprochen. Ich glaube, da gibt es nicht mehr so wirklich viel zu erzählen. Jedenfalls nichts, was für euch wirklich relevant ist. Und deswegen, ja, würde ich mal sagen, kommen wir jetzt einfach mal zu meinem persönlichen Setup mit der PP 2000. Und ich benutze derzeitig normalerweise im Kampf das holographische Visier, den Laserpointer und auch die Magazinerweiterung. Alles Sachen, die ihr wirklich sehr schnell freischalten könnt. Und das lässt sich eigentlich alles ziemlich schnell einrichten. Ich finde einfach, die PP 2000 ist für Team Deathmatch ist wirklich ziemlich gut geeignet und ich würde auch nicht sagen, dass sie nicht für die Eroberung gedacht ist, weil ich finde einfach, wenn man mit dieser Waffe gut umgehen kann, ist sie auch für eine ziemlich krasse Eroberung wirklich gut zu benutzen. Es ist jetzt keine Waffe, die wirklich sehr stark verzieht. Natürlich hat man vielleicht mal den ein oder anderen Nachteil mit einem richtigen Sturmgewehr auf die Distanz, aber ich finde einfach, für Close Quarter oder normales Team Deathmatch ist diese Waffe wirklich ziemlich gut geeignet. Das holographische Visier kann man natürlich auswechseln mit einem Rotpunktvisier. Der Laserpointer sorgt dafür, dass ihr auf kurze Entfernung aus der Hüfte wirklich gut und präzise schießen könnt. Das klappt mit der PP 2000 auch wirklich wunderbar. Und die Magazinerweiterung, die haben wir ja schon durchgesprochen. Durch die Magazinerweiterung erhält eure Waffe anstatt 20 Patronen 40 Patronen. Und das ist bei dieser Waffe wirklich sehr gut. Und dadurch hat sie auch natürlich eine gute Nachladezeit mit 2,55 Sekunden, wenn die Waffe geladen ist und 3,5 Sekunden, wenn sie natürlich dann ungeladen ist. Und ich finde, eine sehr schnelle Nachladezeit und natürlich ein ziemlich großes Magazin ist eigentlich eine ziemlich ausgetüftelte und super Sache. Das muss man dieser Waffe wirklich lassen. Und deswegen ist sie meiner Meinung nach für Team Deathmatches und wirklich schnelle Gefechte wirklich sehr gut geeignet. Was diese Waffe auch eigentlich ziemlich präzise macht, ist auch die Tatsache, dass die PP 2000 in Battlefield 3 einen integrierten Griff hat. Das heißt,
Für Präzision ist eigentlich sogar schon automatischerweise gesorgt. Was ich gemerkt habe, mit zum Beispiel einem ACOG-Visier oder so, da verzieht diese Waffe doch schon ziemlich und man verliert doch schon ziemlich schnell den Gegner eigentlich aus den Augen. Deswegen sollte man da wirklich nur in Salven feuern, das heißt immer nur... Sonst wird das Ganze nichts, okay? Und deswegen benutzt lieber das holographische Visier oder auch das Rotpunktvisier. Das sind eigentlich so die besten Aufsätze für diese Waffe. Und was ich noch vergessen habe zu sagen, nicht damit da irgendwelche Missverständnisse noch bei euch auftreten. Diese Waffe schaltet ihr ja mit Level 7 frei. Und das heißt gleichzeitig natürlich auch, ihr könnt diese Waffe mit allen Fraktionen benutzen und ihr könnt diese Waffe auch mit allen Kits benutzen. Das heißt, ihr könnt diese Waffe als Scharfschütze benutzen, als Engineer und was weiß ich, als Pornodarsteller höchstwahrscheinlich natürlich auch, wenn ihr irgendwo Türsteher noch seid oder so, ich weiß es nicht. Jedenfalls, diese Waffe ist eigentlich ziemlich gut. Ich würde sie auf jeden Fall mal an eurer Stelle auf jeden Fall ein bisschen öfters benutzen. Ein Blick ist sie auf jeden Fall wert. Und ich finde auch, es ist keine Waffe, mit der man wirklich lange üben muss. Also man hat diese PP 2000 in der Hand im Spiel und irgendwie passt es. Irgendwie muss man nicht noch ausprobieren, wie man ungefähr schießen muss. Irgendwie ist diese Waffe einfach so ein Allround-Talent. Sie ist nicht wirklich sehr stark. Sie hat keine hohe Feuerrate. Und trotzdem macht diese Waffe genau das, was sie soll, nämlich den Feind bashen. Und das ist genau das, was wir wollen. Probiert diese Waffe einfach mal aus. Ich denke, manche von euch werden auch sagen, nee, diese Waffe ist einfach scheiße. Aber ich persönlich finde einfach, dass man mit dieser Waffe auch wirklich ziemlich gute Scores reißen kann. Natürlich nicht muss. Aber diese Waffe ist auf jeden Fall nicht die schlechteste Waffe, wie oftmals behauptet wird. Und ich würde mal sagen, ich verabschiede mich jetzt von euch. Mein Name ist LegionMSLP. Kommentieren und bewerten nicht vergessen. Euch jetzt noch einen schönen Tag. Ciao, Leute.